آد من آدا الهی وال من والا من کنت مولا فهازا علی مولا. Die IGS ist die einzig national übergreifende schiitische Dachverband, der alle schiitischen Gemeinden über alle weltideologischen oder anderen ideologischen Werte vertritt, gegenüber der Politik in Deutschland, gegenüber der Gesellschaft in Deutschland. Und ich hoffe, inshallah, mit eurem Engagement und mit eurer Mitarbeit, dass unsere Dachorganisation für schiitische Gemeinden weiter bleibt und sich entwickelt. Und inshallah, das ist diese Aufgabe für diese noble, edle Gemeinde würdig ist, durch eure inshallah Mitarbeit. Wenn es darum geht, dass Ashura ein offizieller Feiertag ist in Deutschland, dafür setzt sich die IGS ganz stark ein, genauso wie die Geschwister es auch bereits in Hamburg und Bremen geschafft haben. Diese Veranstaltung ist sehr gut gelungen, dass wir, wenn Sie sich jetzt hier umsehen, sehen Sie sogleich Araber als Türken, als Iraner, als Afghanen. Und das Einzige, was sie verbinden, ist der Islam. Ich finde es sehr schön, dass die Jugend das heute vorbereitet hat. Denn wenn ich sehe, was die Jugend heute auf die Beine gestellt hat, dann sehe ich die Zukunft der schiitischen Gemeinde in sicheren Händen. 11 Jahre alt sagt ja Rasul, ich helfe dir in der Botschaft Gottes. Das ist das. Dieses, was dort abgelegt wurde, dieses Zeugnis von Ali, salamullah alayh, an taqulu yawm al-qiyamah, dass ihr an Qiyamah nicht sagt oder verleugnet. Ali, alayhi salam, hat sein Versprechen dort gehalten und hat seine Imama dort vorgestellt. Und dann sagte Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, isma'u lahu wa ati'u. Nachdem, bevor er gesagt hat, davor sagte er, er ist mein Wasi und der ist mein Khalifati, so, dann gehorchet ihn. Abu Talib, der Vater von Ali, Salamullah alayh, musste Ali alayhi salam gehorchen. Was ist besser als diese Imama bei uns Muslime? Er sagte, das ist der Befehlshaber der Gläubigen. Der Frieden über ihm und die Erkenntnis von ihm. Und der Beweis dafür ist sein Wort und wahrlich. Er ist in der Mutter der Schrift. Bei uns Ali ein Weiser. Und das ist der Befehlshaber der Gläubigen, der Frieden über ihm in der Mutter der Schrift. در ابتدا لازم هست تشکر بکنم از این جلسه خوبی رو که در این ایالت برگزار شده از رئیس محترم ایگس حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خلیلزاده و اعضای محترم هیئت رئیسه ایگس و نیز از جوانهایی که تلاش کردند و این جلسه و همایش رو با این شکل گسترده و با عظمت تشکیل دادن به ویژه تشکر میکنم. Denke ich, dass insbesondere unsere hiesige Zusammenkunft sozusagen eine, also zum einen unsere innere schiitische Einheit demonstriert, unseren vereinten Willen, den wunderbaren, wunderschönen, wahren Charakter und den Vorrang Ali ibn Abi Talibs in dieses Land zu tragen, den Menschen bekannt zu machen, zugänglich zu machen und alle Sympathie auf unseren Imam zu lenken. Uns ist es besonders wichtig, dass wir in Deutschland endlich die Arbeiten unserer guten Arbeit von den Geschwistern, die gute akademische Arbeiten leisten, die sehr gute Projekte machen, dass diese gewürdigt werden und auch eine Plattform bekommen, um sich hier auch vorstellen zu dürfen. Solche Veranstaltungen, wenn sie groß gemacht werden, viele Menschen erreichen, können wir diesen Weg gehen, dass wir uns nach außen auch präsentieren können, dass wir aber auch zeigen, wir können etwas. Wir haben etwas zu sagen über unsere Religion, mithilfe unserer Religion, sei es diese Projekte, die wir heute ausgezeichnet haben, auf akademischem Bereich oder soziale Projekte, wo wir uns für Menschen auch einsetzen und dafür, dass Menschen auch den Islam besser kennenlernen.
unsere Religion auch wissenschaftlich zu präsentieren. So wie die Schwester, die heute gewonnen hat, sie hat über Imam Ali geschrieben, an einer deutschen Universität. Ein Dozent, der vom Islam nichts kennt, der Imam Ali a.s. nicht kennt, liest so eine Arbeit. Und allein schon, dass er es liest und dass er vielleicht nur aus einem Satz lernt, ist schon ein Gewinn für den Islam. Ich bedanke mich auch bei der IGS dafür, dass sie sowas überhaupt organisiert hat, um halt zu zeigen, dass die Muslime hier in Deutschland sowas drauf haben, also auch akademisch präsent sind. Wir sind eine junge Gemeinschaft, die es in kürzester Zeit geschafft hat, eine deutsche Räumlichkeit in Köln auf die Beine zu stellen. Und mein Dank geht auch vor allem an die Brüder und Schwestern, die dieses Projekt ermöglicht haben und Woche für Woche, Tag für Tag ihre Zeit, ihr Geld, ihr Wissen und alles, was sie haben für dieses Projekt aufwenden. Es ist für uns eine Pflicht, solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen, um die Menschen, nämlich wie gesagt, den Kern des Islams rüberzubringen. حضور پررنگ جوانهای شیعی بوده از ملیتهای مختلف که ما باید این رو قدردان باشیم Alhamdulillah, es war ein sehr großer Erfolg. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wirklich so viele Menschen gekommen sind aus ganz Deutschland, aus den verschiedensten Ecken Deutschland sind die Schiiten nach Mainz gekommen und haben gemeinsam gefeiert das große Fest der Schiiten, das große Fest der Menschheit an dem Tag, wo unsere Religion vervollständigt wurde. Die Nachricht geht raus an alle Schiiten, jugendlich, nicht jugendlich, alt, jung, reich, arm, alle sozialen Schichten. Die Schiiten sind eins, vereint durch die IGS. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Werte der Ahlul Bayt in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Politik zwischen uns selber gewürdigt werden und vertreten werden.